Also, dann werde ich jetzt mal die Runenhügel probieren zu vervollständigen. Ach, warte, ich habe ja da Blitz ausgerüstet. Also, das sind Blitzviecher. Blitz, Blitz, Blitz. Gegen Blitz habe ich gar nicht. Ne? Jetzt habe ich Heiltränke geholt. Scheiße, Mann, da bin ich dumm. Problem ist, ich hab ja jetzt. Ich habe mich ja jetzt hochgeheilt, aber das Problem ist, ja gut, jetzt bin ich ja wieder angeschlagen. Ja gut, eigentlich wollte ich es umgekehrt machen, aber okay. Ich muss jetzt den Tag beenden. Bin ich geheilt. Und da verliert man ja eben die Badeeffekte. Das heißt, ich muss jetzt wieder ins Badehaus baden gehen, damit ich den EP-Boost wieder bekomme. Das Problem ist ja, die Gegner haben ja teilweise Stufe 55. Das heißt, das wird noch einen Moment gehen, bis ich denen wirklich auf die Mütze geben kann, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich bin erst Level 36, sage ich jetzt mal. Das heißt, mit dem Bonus, wo ich jetzt drin habe, habe ich plus 15. Genau, bei der großen Passage hat es da einen Zwischenraum, wo ich noch nicht erkundet habe. Das heißt, ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ich bin jetzt mal so frech und gehe jetzt einfach weiter. Okay.
Ja, okay, der hat jetzt sogar Level 65, aber ich meine, ja. Sind fast 30 Level über ihm dort. Macht dem so gut wie gar keinen Schaden. Das ist Wahnsinn. Und ich mache dem permanent kritischen Schaden wohlgemerkt. Also hier kann ich noch nirgends runter, sehe ich das richtig? Das heißt, ich muss jetzt irgendwo hier runter gehen und dort hat es dann irgendwo einen Raum. Hoffe ich das mal. Ach, das ist wieder so ein Scheiß. Mega geil, echt cool. Boah, die da oben, Level 65, bis du die kaputt hast, da bist du 3 Stunden dran, ich bin glaub. Ich hoffe, dass es nicht hier wieder so etwas Abartiges kommt, ey. Thank you.
Ein Feuerding wäre mal gut, wenn ich eine Feuerlinse oder wie man dann sagt, bekommen würde. Naja, zumindest bin ich jetzt hier in einem neuen Gebiet. Besonders großer Lachs erhalten. Okay. Königinnenwelt erhalten. Peter Fisch erhalten. Ich muss ja für den Jungen, glaube ich, noch einen kleinen Fisch fangen, aber ich glaube, der hier will er nicht. Ich glaube, er will der vom Ball. Also Runenhügel. Weiß ich nicht, ist das die große Halle? Irgendwo hat es noch. Hier der Boss. Kommt er jetzt gerade? Kann sein. Was war denn hier für ein Boss? Ich denke, ich werde es gleich erfahren. Wenn die mich jetzt hier raushauen, fliege ich aus dem Level raus. Ah, oh Mann. Das ist wieder sein Kenner, der Level 65 hat. Aha. Wow. Ich muss eben schauen, dass ich immer alle geheilt habe, weil sonst bekomme ich die Erfahrungspunkte nicht. Er hat einfach mal so 9.999 Erfahrungspunkte bekommen. Gegeben bekommen. Also ich bin nicht traurig, weil ja, wenn man bedenkt, dass ich jetzt hier eigentlich
nur noch Nebenquests habe. Also das war auf jeden Fall nicht die untere Kammer. Ach, wieder so ein Feuerding, Mann, ist das nervt. Das heißt, ich kann es wieder nicht abschließen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen gerade nervig, wenn ich ehrlich bin. Hier in den Runenhügel kein Boss gehabt. Also was ich weiß, ich muss hier auf dem Gipfel also hier weiter drüben hat da die Eier, die ich besorgen muss. Ich glaube 10 Stück oder so irgendwas. Aber ich glaube gegen Boss, ja, werde ich noch warten, glaube ich. Also das ist schon noch ziemlich eine Knacknuss, für was man bedenkt, ich habe jetzt eigentlich nur Nebenquests. Das ist cool, wenn du gar nicht mehr zum Zug kommst, wenn die dich einfach die ganze Zeit irgendwie stammen oder so Zeug. Das ist richtig cool, oder? Thank you.
Also hier müssten eigentlich jetzt irgendwo mal Eier kommen, eigentlich. Hey, du nervst, unglaubliche, echt. Hallo? Hallo? Ich kann einfach nichts mehr machen. Das ist nicht so. Ach bitte, lass mich doch mal zum Zug kommen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich kann einfach absolut genau nichts machen. Ja gut, das war's. War jetzt gerade richtig verschissen, ehrlich, gut Deutsch gesagt. Ach nein, jetzt hat's alles nicht gespeichert. Das heißt, alles, was ich jetzt in den letzten Minuten gemacht habe, war jetzt einfach für den Arsch. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du wolltest, aber das hier habe ich gefunden. Zeig her. Hm, verstehe, verstehe. Tust du das? Überhaupt nicht. Hey. Aber irgendwann vielleicht schon. Hier stehen sicher nützliche Informationen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Hier ein Stempel für deine Arbeit. CJ, ich habe gehört, du warst auf dem Schneegipfel. Ja, aber warum interessiert dich das? Ich habe einen Auftrag für dich, sofern es dir nichts ausmacht, da wieder aufzusteigen. Das kommt ganz drauf an, was soll ich für dich tun? Ich brauche Fell. Fell, das man nur auf diesem Berg bekommt. Fell, zu einfach. Genau das wollte ich hören. Und wenn es dir nichts ausmacht, nimm bitte diese verstärkte Tasche mit. Okay, aber warum? Ich fürchte, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Warum? Sag es mir. Meine Lippen sind versiegelt. Oh Mann, na schön. Naja, immerhin kann ich die Tasche erweitern. Oh Mann, sie heißt die. Finde den Stab des Magiers auf dem Schneegipfel. Okay, da war ich eigentlich gerade mega erfolgreich, oder?
Also Notiz an mich. Spiele mittlerweile auch sehr schwer. Das heißt, ich muss viel öfter speichern. Sogar viel mehr. Eigentlich, das ist das Ende. Alles in Ordnung bei dir? Ich heiße Jochen, wurde angegriffen im Wald, Wellen von Feinden. Wellen, aber die könnten ja auf dem Weg hierher sein. Was hat dich angegriffen? Flauschfliegen. Flauschfliegen? Diese fluffigen Tierchen, sie haben mich überwältigt. Naja, du blutest zumindest, du wirst eine Salbe brauchen, und zwar schnell. Wenn ich ein paar von diesen Schleimkräutern aus dem Wald hätte, würde es sicher im Handumdrehen heilen. Also, ich gehe jetzt mal am Angelplatz, dem Jungen die Fische fischen. Hm? Habe ich zumindest mal eine Mission wieder zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie viele Fische brauche ich denn jetzt noch? Ah, jetzt ist unten gestanden eine Nebenquest. Das ist zum Abschließen bereit. Also. Also eigentlich weiß ich ja, dass ich hier am falschen Ort bin. Hier könnte das wieder ziemlich interessant werden.
Aber ich habe da hinten 3000 Backwar erhalten, also 3000 Goldmünzen. Also... Ja doch, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hol dem jetzt mal die Heilung. Level 70, das ist ja ganz cool. Also es macht schon Sinn, sich ein bisschen hoch zu leveln. Gut, wenn ich mal die Ausrüstung dann mal auf Maximum habe, dann sieht es dann auch wieder ein bisschen anders aus. Hey, hallo? Wo willst du hin? Jetzt ist er einfach weg. Mein Scheiß. Ist das jetzt Ende? Ich denke, dann werde ich es halt wirklich einfach so machen, dass ich das probiere, wieder die gleiche Reihenfolge wie am Anfang zu machen, dass ich halt vom Wald hinauf levele, weil, ja. Ich habe dir etwas Salbe gebracht. Oh, vielen Dank, junge Dame. Zu freundlich. Was für ein Schlamassel. Mir geht es wieder gut, aber ich muss die Stadtbewohner warnen, bevor die Horde sie überrennt. Richtig, ja, du solltest alle warnen vor den Flauschfliegen. Ich schau jetzt mal... Steinbruch. Sammle stabiles Bauholz im großen Wald. Hä? Und wo bekomme ich das? Ich denke, da muss ich irgendwas wahrscheinlich ausrüsten, dass ich da... Also hier steht ja, erhöht die Rate...
seltene Ressourcen. Aber Ressource ist von... Meine Beute ist ja nicht die Ding, weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht... Hast du noch Hunger, Dori? Danke, danke, danke. Oh, ich sollte dir einen Stempel geben, oder? Sag mir erstmal, wo deine Eltern sind, Dori. Oh, naja, ich bin mit meinem Papa hierher gekommen. Aber sie haben den Steinbruch geschlossen, deshalb kann er jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen. Und jetzt sagt er, dass es wieder Krieg geben wird. Deshalb ist er gegangen und arbeitet als Söldner. Er hat gesagt, dass ich hier in der Stadt warten soll. So ist das also. Aber ich habe schon das ganze Geld aufgebraucht, das er mir hier gelassen hat. Dori, wenn du von jetzt an fischen willst, kommst du zu mir und gibst Bescheid, okay? Hole dir so viele, wie du essen kannst. Geh direkt zu Isha, wenn du mich nicht finden kannst. Ist sie nicht da? Zu Sarita in der Schenke. Sag dir, dass sie Jay dich schickt. Verspreche dir, dass keine Seele in dieser Stadt zulassen wird, dass du hungrig bist oder einsam. Okay. Ich bin am Ende, das war's für mich. Was? Wurdest du im Kampf verletzt? Ich bin Johanna und ich bin am Verhungern. Das ist alles? Haben wir irgendetwas dabei, das wir dir geben können? Legendäre schwarze Eier. Dein Ernst? Außer legendäre schwarze Eier geht nichts. Ich habe davon gehört, die Spezialität dieser Stadt. Ich bin weit gereist ohne Essensvorräte, nur um sie zu probieren. Ich weigere mich, etwas anderes zu essen. Ist ja schon gut, aber stirb uns nicht vorher weg. Verstanden? Oh Mann. Fremdländergasse. Haven war im Platz oder hier, ja genau. Hier bitte ein Fisch genau überstellt. Danke sehr. Na, du scheinst ja zumindest ein paar Manieren zu haben. Du willst Yum Yum den Fisch geben, nicht wahr? Wieso weißt du das? Ich hatte nur so ein Gefühl, dass du dieses Mal edlere Absichten verfolgst. Es ist immer wichtig, sich zu entschuldigen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Verstehst du, Yum Yum wird dir sicher vergeben. Denk immer daran und werde ein guter Mann, wenn du erwachsen bist, und gute Männer geben Leuten Stempel, wenn sie Hilfe erhalten. Okay. Es geht hier Schlag auf Schlag, aber ich habe noch eine Menge vor mir. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16. Jetzt muss ich mal zählen, wie viele Quests ich habe.